Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist ein kleines Ansagevideo bzw. eigentlich ein Fragevideo an euch. Wir haben mit Autodoc, erstmal Dankeschön an Autodoc, dass wir die Möglichkeit hatten, wir haben für die ein Video gemacht. Und zwar haben wir da einmal ein Gewinnspiel gemacht und ich habe auf die Fragen geantwortet von dem Autodoc YouTube-Kanal. Da wurden Fragen gestellt, da habe ich die Fragen beantwortet. Und das hier ist ein Video für unseren Kanal, damit ihr informiert seid und euch auch das Video angucken könnt. Tut mir leid, dass es etwas laut ist, aber wir sind voll in der reifen Zeit und ich wollte schnell dieses Video, damit es noch online kommt, weil das Gewinnspiel läuft bis zum 11.11., wenn ihr da mitmachen wollt. Und deswegen alle, ich denke mal, ich weiß noch nicht, wie wir das mit dem Link machen, aber auf jeden Fall in der Videobeschreibung wird auf jeden Fall ein Link sein zu dem Video. Und da könnt ihr euch das Video angucken oder hier als Info. Ja, als Info wird schwieriger von einem anderen YouTube-Kanal, glaube ich. Ist es ja nicht. Kann man auch, ne? Kann man als Regal finden. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Video angucken. Auf Instagram habe ich das auch gepostet und in das YouTube-Story war das auch. Es geht darum, dass ihr euch das Video angucken könnt. Da will ich ein bisschen Werbung für das Video machen, damit die Klicks da auch ein bisschen hochgehen, um ganz ehrlich zu sein. Und da könnt ihr auf jeden Fall am Gewinnspiel teilnehmen. Der Top-Kommentar. Da müsst ihr eine Frage beantworten. Und zwar wofür, ich glaube, wann muss man einen Querlenker austauschen oder wofür muss man den austauschen? Genau, wann muss man den austauschen? Auf jeden Fall, guckt einfach mal rein. Da sind 9 Fragen, 8 davon habe ich beantwortet. Die 9. könnt ihr beantworten und dann könnt ihr 50 Euro gewinnen. Schaut da vorbei. Wie gesagt, Info war schon oder kommt noch. Und auf jeden Fall alles unten in der Videobeschreibung. In dem Video geht es auch einmal darum, habt ihr Bock, dass wir mit Autodoc was zusammen machen? Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob wir auf unserem Kanal was machen werden mit Autodoc oder dass permanent Videos bei Autodoc auf dem Kanal laufen werden. Deswegen schreibt mal eure Meinung, was ihr dazu haltet, ob wir was mit Autodoc machen sollen. Schreibt es unten in die Kommentare. Und zwar, ja, mit Autodoc was machen oder ja, top Autodoc, sagen wir mal. Oder Hashtag Autodoc. Das wäre, ja, macht mal Hashtag Autodoc. Ich glaube, das wäre am besten. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist ein kurzes Video, das schneiden wir auch heute an dem Samstag auch zusammen. Das wird dann auch heute direkt online kommen. Und so sieht das aus. Ja, da sind wir mit Autodoc am Quatschen. Deswegen ist das Video auch zudem auf dem Kanal gekommen. Die wollen sich das Ganze angucken, wie die Zusammenarbeit aussehen kann. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und deswegen, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Schaut bei denen vorbei, lasst da einen Kommentar da. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.